Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Lochrichen Marsch. Wir düngen aktuell Feld 13. Noch fertig. Ich habe den Ton für die Maschine etwas lauter gemacht. War etwas zu leise. Ich habe kurz getestet und nicht gehört. Also zu wenig jedenfalls. Hoffe nun passt es. Ja, und dann wollen wir nebenbei noch Feld 2 ernten. Ne? Der ist ein fast gleich fertig. Die Zeit. Letzte Vor war ein bisschen sehr lang. Fast eine halbe Stunde. Aber ich wollte aber den Kurs noch fertig machen. So. Dann nehmen wir gleich abfahren. Ich habe das Spiel nur pausiert. Das heißt, der Lenkrad. Ich wollte kurz draußen beim Testen. So, typisch. Geht noch nicht. Der durch. Ah, jetzt geht's. Hoffe, dass beim Patch 1.4 das behoben ist. Dass es nicht mehr so sich immer so freiwillig deaktiviert. Und ein Schatten. Ballon. Hinter mir. Ah, da ist er. Hauptsache, da stürzt ihn ab. Dann werden wir gleich Stroh einfahren ins Lager. Wir brauchen noch ein bisschen Stroh für die Kühe. Aber das können wir ja nicht herausholen. Dann fahren wir hier schön. Wird lustig. Da ist immer den fahren lassen. Wer hätte da wo in den Traktor hingestellt hat, könnte man ja wissen. Das wo wieder war. Vielleicht kann ich auch nicht eine Feld, mal sehen. Lass ich mal fertig werden, naja, dann muss ich trotzdem den Traktor irgendwo. Aber der ist ja fast fertig mit dem Düngen. Also düngen, dann muss ich noch die Wiese düngen. Die brauchen nämlich Heu. Die Garage dauert noch ein bisschen. Okay. Wir springen mal zum Kuhstall und installieren mal die Wasserleitung. Zack. Wir suchen. So, mal sehen. Wo sind wir? Tamu. Bisschen Futter haben sie, Wasser haben sie auch. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt hinkriege. Ob das hier irgendwie aktiviert werden kann. Wenn wie und was, das weiß ich ja nicht genau. Nichts zu sehen. Ja. Puff, ja, wie geht das nur zu aktivieren? Gute Frage, ne? Vielleicht hier? Fallen, Farmhaus, Degression, Tierhaltung. Oder nicht? Diverses? Eigentlich auch nicht. Den muss ich nochmal nachlesen. Hall wäre Quatsch. Jeder so eine Halle, die ich brauche. Tja. Muss ich nachlesen. Schalter.
Der geht. Klick, klick, klick. Geht nix. 9. F1. Ja, hier scheint nix. Wurde draußen gemeint. Dann noch eine Außentanke. Eigentlich nicht. Oder ist hier nicht vorgesehen, das kann auch sein. So. Drinnen ist auch nichts zu sehen. Da auch nicht. Gut, macht nichts. Gut, der Düngersteuer ist fertig. Der ist fertig. Lassen. Und kurz löschen. Kurz anschauen. Ja, hat er gut gemacht. Können wir so abnehmen. Musst du mal schauen. Aber da muss ich nachschauen. Eine Beschreibung von Mod. Dann sollen wir auch die Milch abfahren lassen können. Über ein externes Unternehmen wird automatisch zum besten Preis verkauft. Würde aber 1000 Kühe Sinn machen, ne? Ja, 1000 Kühe. Oh je, ich verklick auf. Was ist das? Fahren wir wieder in den Graben rein, ne? Hier war irgendwo eine Unebenheit. Doch nicht. Ach, der liegt da unten auf. Ach so, noch kein Wunder. Dadurch kommt das. Gut, der muss entladen werden. Also deswegen gesprungen, weil er Düngersteuer auf die Erde geschliffen hat. Mir ist nie aufgefallen, dass da ein Hügel ist. Später. Am anderen Ende natürlich, ne? Ich war gestern beim Friseur. Jetzt juckt mir der Schädel. Nacken, wo die Haare rasiert wurden. Ich habe die Birne gewaschen gestern auch, nach dem Waschen, nach dem Friseur. Aber der Nacken ist ja, bevor die Haare waren, wegrasiert, dann ist nichts. So, schnell den Drescher leer machen. Dass wir gleich nachher noch kalken können. Dann richtig Ende auf Feld 15. Und da hast du 73%, 65%.
noch viel drin. Dann schreit er gleich wieder. Dann schreit er gleich wieder. Mach mich leer, mach mich leer. Stehen bleiben, wenn wir so einen Schwenker machen nach links. Ah, das muss er rein machen. So, jetzt gehen wir gleich auf den Spezialtraktor, ne? Mit Düngen und Kalken. Wie ist der Fall? Habe ich etwa auf, muss ich einstellen, auf Kaufen eingestellt. Ja, das ist nicht gut. Du noch gesehen haben, sonst hätte ich ein Problem gehabt. An. Das macht ja bequem, ne? Aber trotzdem ist es teuer. So. Dann gehen wir jetzt auf Kalken. FPS 45. Ein Steuer, der ich auch farblich unterscheiden kann. Ne? Ein für Dünger, ein für Kalk. Egal. Das können wir jetzt ändern. Schauen wir mal, den bisschen geändert kriegen. Auf Kalk können wir eine andere Farbe nehmen. Ja, immer am besten. Weiß. Und dann ist auch weiß, ne? Dann müssen wir abmachen, sonst kommen wir nicht ran. So. Kann ich einsteigen. R drücken. R und E dicht zusammen. So, konfigurieren. Das heißt, Hauptfarbe nehmen wir mal. Davon nicht begeistert. Das würde so kalt passen, ne? Das kostet mir Aufbau keiner. Aufbau. Aufbau. Dann nehmen wir den auch hier. So, jetzt haben wir eine Scheidung. Machen wir gleich mal Kalk rein, ne? Geh jetzt gleich wieder voll. Gut, das ist Kalk. Dann schauen wir mal gleich an, welches Acker das ist. So, ja, 15. 15 wird durch Kalk. Jetzt geht's hoch und runter. Der Drescher ist voll. Kann ich uns gleich daran machen und leer machen.
Ist hier. Wir hatten Angst, wie die Folge mit ändern gegen. Das ist doch Wahnsinn, wie es weitergeht. So, angekommen. Die Silage kommt hier näher mit Mais und aus dem Gras machen wir eine Heu. Dafür nähern wir aus der Silage und Heu und Stroh Mischfutter herstellen können. Bis zur nächsten Aufnahmezeichen der Mischfutter herstellen. Oh, der ist voll. Wegfahren. Dann noch eine Fuhre da holen. Das war der Kalk 3374. Kommen wir da jetzt rüber. Meine Befürchtung ist ja, wenn ich jetzt gleich sammeln tue, dass er gleich mit dem Drache zusammenstößt. Gerade wenn man wenden, das ist dann immer recht doof. Aber wir kommen ja vorbei. Das ist schön vorgeladen, ne? Na, da können wir mal da ranfahren. Später werden wir wieder mit Kursley machen. Die Abfahrerei. So. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anregungen nehme ich gerne an. Schreibt rein bitte in die Kommentare, wenn das machbar ist. Dann sag ich mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao.